Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Bavmo-Video. Freunde, in der heutigen Rubrik geht es um die Bavmo-Gebrauchtwagen-Tipps. Das letzte Gebrauchtwagen-Tipp-Video zum E30 ist nun circa 3,5 Jahre alt. Deswegen bringen wir ein frisches Remake mit aktualisierten Preisen und ein paar frischen Infos für das vierte Quartal 2021 heraus. Also Freunde, los geht's! Ah, noch eine kleine Sache. Falls ich hier sehr verschnupft klinge oder ich zwischendurch mal abgehackt klinge, liegt es daran, dass ich zwischendurch pausieren muss, um mir die Seele aus dem Hals zu husten. Aber ansonsten, Video wie immer. So, und jetzt los. Du hast keine Lust, ewig Preise für deine Kfz-Teile auf allen Portalen selbst zu vergleichen? Dann schau bei autoteile-markt.de vorbei. autoteile-markt.de ist eine Preisvergleichsseite mit einem großen Netzwerk aus zertifizierten und geprüften Händlern und findet immer den für dich besten Preis für deine Neu- und Gebrauchteile. Somit kannst du schnell und unkompliziert bare Münze sparen. Einen Link findet ihr in der Videobeschreibung. Schau jetzt bei autoteile-markt.de vorbei. Dein Preisvergleichsportal im Internet. Der 3er BMW der E30er Baureihe wurde von 1982 bis 1994 gebaut. Der E30 wurde in vier verschiedenen Karosserien angeboten. Es gab zwei Limousinen, eine mit vier und eine mit zwei Türen. Dann gab es noch den Touring und das Cabrio. Der M3 wird in diesem Video nicht einbezogen, denn wie gewohnt erhält das M-Modell ein eigenes Video. Genauso ist der Z1 streng genommen auch ein E30. Dieser wird hier allerdings auch nicht thematisiert. Wie ihr bereits mitbekommen habt, habe ich kein Coupé, aber dafür zwei Limousinen aufgezählt. Das liegt daran, dass es beim E30 nie ein Coupé in der Serienproduktion gegeben hat. Die zweitürige Version hat nämlich denselben Aufbau wie die viertürige Limousine und hat keine typischen Coupé-Merkmale. BMW selbst verkaufte den E30 damals auch als zweitürige Limousine und niemals als Coupé. Ein kleines Facelift gab es im September 1985 und ein deutlich umfangreicheres dann im Jahre 1987 für die Limousine. Zeitgleich mit dem großen Facelift für die Limousinen wurde der Touring auf den Markt geworfen. Das Cabrio hat sein umfangreiches Facelift erst 1990 erhalten. Wie wir es bei BMW gewohnt sind, gab es beim E30 eine äußerst üppig ausgestattete Motorenspeisekarte. So servierte uns BMW bei den Benzinern eine Auswahl, die erstmal beim 316S mit 75 PS aus 1,6 Litern anfing und für echte Feinschmecker erst beim 325i mit 171 PS bzw. 325e mit 129 PS aufhörte. Und ja, wir wissen, dass es noch einen 320iS, 333i und so weiter gab. Hier geht es aber um Fahrzeuge, die man realistisch hier in Deutschland erwerben kann, ohne Import, ohne 3D-Drucker und ohne Kontakte zu Scheiß in Dubai. Bevor man hier wieder alle Modelle in die Kommentare reinhaut, die es irgendwo irgendwie noch zu kaufen gab. Ist zwar nett gemeint, verwirrt aber einige Gebrauchtwagenkäufer, die nicht so stark in der Materie sind. Bei den Dieseln gab es nur einen Motor mit zwei verschiedenen Ausbaustufen. Eine war ein Sauger, die andere mit Turboaufladung. Der Sauger hatte stramme 86 PS und 152 Newtonmeter Drehmoment. Der Turbo-Ditzel lag bei 115 PS und 220 Newtonmeter Drehmoment. Und ja, ich habe es extra so ausgesprochen. Aus heutiger Sicht ist die Ausstattungsliste eines E30 natürlich sehr mager. Das Modell ist nun schon mal gut über 30 Jahre alt. Dennoch hat man einige wichtige Helferlein an Bord, die man in der Regel nicht missen möchte. So gab es beispielsweise Zentralverriegelung, Schiebedach manuell oder elektrisch, diverse Soundsysteme, verschiedenste vollwertige Sportpakete, Scheinwerferreinigungsanlage, Mittelarmlehne für vorne und hinten, elektrische Fensterheber, Klimaanlage, Diebstahlwarnanlage, Nebelscheinwerfer, Bordcomputer, Standheizung, Sitzheizung, Tempomat und noch einige Dinge mehr. Das war in den 80ern deutlich über dem Durchschnitt der Mittel- bzw. damals genannten kleinen Klasse. Der E30 ist natürlich nach so vielen Jahren auf der Straße auch gut und gerne mit Problemen behaftet.
Auf folgende Dinge solltet ihr beispielhaft achten. Rost, das wohl leidigste Thema bei jedem BMW, der älter als 5 Minuten ist. Besonders Modelle vor 2000 sind extrem stark davon betroffen. Überprüft ein Fahrzeug lieber 5-mal zu oft auf Rost als nur einmal zu wenig. Besonders Radläufe, Türunterkanten, Kofferraum, Motorhaube, ach, ich könnte jedes Karosserieteil hier aufzählen, sogar die, die nicht mal aus Metall sind. Achtet einfach auf jeden Quadratnanometer, dass dieser nicht von Rost befallen ist. Denn die Rostentfernung im Nachhinein kann sich um eine endlose Aufgabe handeln. Die Tonnenlager der Hinterachse sind nach so vielen Jahren auf deutschen Straßen gerne mal hinüber. Prüft diese auf Risse und ob diese generell komplett spröde sind. Das Differential bzw. Hinterachsgetriebe neigt zu Undichtigkeit. Prüft hiernach, ob es nur etwas schwitzt oder wirklich richtig feucht ist. Hört euch auch an, ob es singende Geräusche vom Diff ausgibt. Das deutet nämlich auf übermäßig hohen Verschleiß hin und dass es repariert oder getauscht werden muss. Die Hardyscheibe ist bei vielen Gebrauchten auch platt. Schaut euch an, ob diese Risse hat oder porös ist. Wenn es nach dem Schalten knallt, deutet es auf eine defekte Hardyscheibe hin. Generell muss der Antrieb von vorne nach hinten durchkontrolliert werden. Die Stützlager der Hinterachse gehen auch mal gerne in die Binsen. Bemerkbar wird dies durch Schläge auf der Hinterachse, wenn man über unebenes Gelände fährt, wie zum Beispiel Pflastersteine. Das Getriebe neigt dazu, undicht zu werden. Besonders bei Modellen mit X-Drive sollte man stark darauf achten, dass alles dicht ist und gut durchschaltet. Achtet besonders darauf, ob nicht alles zu sauber aussieht und auf eine Reinigung hinweist. Was wäre BMW ohne defekte Querlenker? Überprüft diese und Hand aufs Herz, plant diese sowieso schon mal ein, wenn diese nicht vor kurzem schon gemacht wurden. Bei den Motoren der M10-Baureihe sollte man auf den Zündverteiler achten, was sich durch einen sehr unrunden Motorlauf bemerkbar macht. Beim M40 laufen gerne die Nockenwellen ein, dies merkt man durch starken Leistungsverlust und hat meistens noch eine sehr teure Reparatur vor sich. Beim Sechszylinder der M20-Baureihe kann es bei falscher Pflege zu Rissen im Zylinderkopf kommen. Besonders anfällig ist die Gegend um Zylinder 5 und 6. Schaut dort auch nach Ölspuren. Tritt dort Öl bereits aus, ist es schon zu spät. Achtet auch auf Öl im Kühlwasser, um das Problem vorzeitig zu erkennen. Bei allen Motoren sollte man immer auf die Wassertemperatur achten, denn das Thermostat gibt gerne mal den Geist auf und regelt dann die Temperatur nicht richtig. Eine Empfehlung kann man bei einem Oldtimer gar nicht wirklich aussprechen. Holt euch das, was euer Geldbeutel hergibt und wo ihr ein gepflegtes Modell gerade findet. Den E30 als Daily kann man absolut nicht mehr empfehlen, da Sicherheit und Ausstattung einfach nicht mehr zeitgemäß sind und die Fahrzeuge auch viel zu teuer und wertvoll geworden sind, um sie den täglichen Witterungen auszusetzen. Wir empfehlen den E30 also grundsätzlich nur noch als Schönwetter- und oder Sommerfahrzeug. So Freunde, das war's mit dem Bavmo-Video für heute. Wir hoffen, dass euch das Video gefallen hat und würden uns über einen Daumen hoch freuen. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann könnt ihr es jetzt kostenlos tun. Vergesst auch nicht, die Glocke zu aktivieren, denn nur so bleibt ihr immer auf dem neuesten Stand. Also Freunde, vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal, eure Bavmo Crew.